Hallo meine Lieben. Was machen wir heute? Wir packen heute mein neues Baby aus. Genau, also meine Schwester hat hier unten im Karton ihr neues Baby. Seht ihr, ein neues Baby kommt, das habe ich euch ja schon mal im Livestream gesagt. Und ja, heute packen wir es aus. Das heißt, es ist kein Box-Opening von meinem neuen Baby, sondern das von das Baby von meiner Schwester. Ein großer Karton, ne? Die Melle ist übrigens auch dabei, die sitzt hier im Maxi-Cosi, guck zu. So. Ich würde sagen, willst du dir erstmal die ganzen Sachen zeigen, die du weißt? Also hier liegt das Baby. Nun zeige ich euch, was es da alles zu gab. Es gab da Spielzeug zu, also diese beiden. Dann hier ist noch so ein Kuscheltuch, das ist voll süß, so ein Fuchs. Cool, der hat sogar eine Krawatte, seht ihr das? Cool, cool. Hier, Mary, tut mal weg. Meine Schwester ist auch mal dazu gekommen hier. Hallo. dann gab es auch noch die drei Schnullers dazu. Die musst du ganz in die Kamera halten. So also genau. Da gab es einmal einen, der war halt jetzt noch nicht beschnitten oder so, sag ich jetzt mal so. Dann gab es einen mit, sogar mit seinem Namen drauf, den ich auch sehr toll finde. Und dann noch einen mit... der hat auch schon einen Magneten, der mit einem Schiff drauf ist. Hier ist noch eine mit seiner Kette. Hier hat er dann noch mal eine Schnullerkette, auch mit seinem Namen drauf. Hatten die einen Hund? Also Felix kam nicht ran. Hier ist ein Schnuller, der schon ein bisschen vergewaltigt ist. So sein, genau. Der ist voll schön. Was ist denn nicht mein Name? Cool. Ein anderer ist voll dann schön. Sind hier noch... vier andere, einmal hier einer links. Mit so einem so ein Mischmasch. So ein Piercing, so, ne? Da dann, ist der, der ist cool? Halt auch voll niedlich ist. Der ist voll süß, oder? Ja. Den. Und dann hat man halt noch diese beiden, also ziemlich viele Schnullers sind dabei. Hier sind noch Flaschen. Hier ist eine Flasche mit Dinosauriern drauf. Dann sind hier halt noch eine Flasche, einmal, die muss man so zeigen. Also eine mit Stern. Und eine mit Tieren, Kängurus sind das? Die sind alle von Rossmann, ne? Ne, die sind von DM, die kleinen, die großen. Und hier gibt es noch so eine mit Schmetterlingen. So, also mein Lieben, so sieht es hier gerade aus. Hier war gerade die ganzen Kuscheltiersachen und Flaschen und so. Und jetzt sind hier noch zwei große Berge mit Klamotten und hier unten liegt das Baby. So, willst du weitermachen mit den Klamotten? Machen wir weiter mit den Klamotten. Das ist voll coole Sachen. Hier ist einer mit einem Body mit Weltmeister, also. Lass Merix das mal machen, Mary. Dann noch ein Body. Der ist voll cool. Der, ja, mit Schrift drauf. Dann ein Pulli, der cool. So richtig niedlich ist. Dann kommt jetzt noch ein Body mit einer Feuerwehr. Dann kommt der Body, den er auch auf den Fotos, wo ich ihn gesehen habe im Internet, also bei eBay Kleinanzeigen anhatte. Dann ein Träger. Der ist auch schon viel zu groß. Auf dem Body. Ja, der ist auch zu groß. Und noch eine coole Hose, die finde ich auch oh, ziemlich auch sehr cool. Schick. Dann eine Mütze, die auch ein Tick zu groß ist, aber das wird schon. Dann noch eine Hose, die würde ziemlich gut zu den einen Body passen. Also voll cool, selbst genäht, ne? Ja. Voll cool. Die Hose ist auch voll cool. Dann eine, seine erste Jeans, also. Also eine kurze Jeans, ne? Ja. Dann hat mein neues Baby auch. Dann so eine kleine Strickjacke. Finde ich auch voll cool. Die. Ja. Willst du zeigen? Hier. Nee, so rumschustert schon. Dann mach. Nein.
Dann haben wir hier noch eine Strickjacke, die finde ich halt auch voll cool. Also so ein, also ja, Jungs halt. Und hier haben wir nochmal ein paar schwarze Socken. Winter, Mantel oder Anzug oder Anzug. Der hat sogar auch so Bärchenöhrchen. Und hat ja, hier halt auch. Dann auch so ein Fuchs, ja, so ein Fuchs drauf. Und der ist halt richtig flauschig, also. Der Fuchs cool, jetzt hat jetzt für den Winter bald. Ja. So, hier hinten. So. Was kann man hier? Ja, also hier, das ist dann halt sowas für einen Kinderwagen oder für einen Maxi-Cosi. Also der hat auch Spielsachen da dran und so. Und hier sind nochmal Feuchttücher, ja, also. Feuchtpackungen. Einmal die und einmal die. Dann, okay, jetzt sieht man das noch nicht. Also hier ist dann auch nochmal eine Decke drauf mit Hundepfoten. Hier ist noch was, Marys? Mary, nein, lass mal nicht mal. Dann hier ist so ein Umschlag. Da schauen wir mal gleich mal rein, was da drin ist. Das ist halt so eine Pflegeliste. Also da sieht man halt, wie man mit, oder da steht halt drauf, zum Beispiel, wie man halt das waschen kann und halt, wie man mit so einem Reborn-Baby umgeht. Auch voll cool, ist nicht immer dabei. Voll cool. Da habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Hier ist noch was und dann kommt halt das Baby. So, mein Lieben, also der Karton ist fast leer, seht ihr? Nur das Baby hier eingepackt. Und das ist ein, was ist das nochmal? Ein Spucktuch mit Punkten, ne? Das kommt von Dings. So, mal, ich hol das mal raus und schiebe den Karton mal weg. Ich will wegschieben. Jetzt ist hier ein Baby, was in einer Decke eingewickelt ist. Also hier ist der Kopf. So, du musst erst die Füße, ne? Ja, wie man halt sieht, die Decke ist mit Sternchen. Und ja, dann beginnen wir, oder beginne ich mal damit, das auszupacken. Pass auf, nicht, das ist der Kopf hier. Auf jeden Fall, hier sieht man schon die Beinchen. Musst du den unten aufmachen und deine Füße zeigen. Man sieht auch schon die Hände. Oh nein. Oh ja. Ein richtiges Speckelbaby. Also hat er halt angewinkelte Beine. Voll süß, voll süß. Also voll beweglich, ne? Ja. Schon krass. Beinchen. Dann geht es hier weiter. Dann sieht man hier seine Ärmchen. Also. Muss so wieder schieben, ne? Seine Händchen. Ärmchen. Auf beiden Seiten. Dann hat er überall beide Faust, naja, beide ja. Seiten der Faust. Ich außer bei den einen hat er einen so einen Finger hier, aber sonst ist er auf beiden Seiten der Faust. Im Body. Hier sieht man sonst auch nochmal einen ganzen Arm. Also auch Adern, ne? Okay. Ja. Und dann geht es weiter mit dem Kopf. Oh, da ist er. Ich habe ihn mal vorhin eiskalt damit so viel. Okay, da ist der kleine Finn. Jetzt ist er ausgepackt. Also wie heißt der Finn, ne? Ja. Wie groß ist er? Weißt du das? Nee, ne? Nein. Können man eben mehr legen? Bei mehr weiß ich das ja. So, dann. So. Kann man ja auch immer raufpacken. Ja, das ist genauso groß. Also ungefähr 50 cm. Das sieht viel größer aus. Also sieht viel, viel mächtiger aus wie so ein Baby. Mel ist so klein und zierlich. Nein. Ja, wir drehen ein Video, da muss man jetzt nicht nerven. Ich zeig mal sein Gesicht nochmal in die Kamera und danach kannst du die Haare auch zeigen. Ja. So, ja. Leg ihn sonst so hin. So. Das ist nochmal sein Gesicht. Und der hat so eine kleine Zunge im Gesicht, also im Mund ist total süß, weil er streckt die so ein bisschen raus. Und jetzt kommen wir zu den Haaren. Ja. Weißt du den Bausatz? Mhm. Gott, ich hab so richtige Wuseln hier. So ein kleiner Pumuckel halt. Also so Wuschmopp, aber das wird halt, das da kennt man einfach mal und so.
Ist halt jetzt erst frisch ausgepackt. Also. Hast du überhaupt eine Windel an? Nein. Willst du eine Windel von mir haben? Ja. Ist es okay, wenn die schon mal benutzt wurde? Ja. Ja. Habe ich letztens nur für ein E-Mail. Das ist wirklich beweglich. Das ist voll gruselig. Ich habe mich nur gewundert, warum der Body so komisch aussieht. So. Mehr als einen richtigen Windelpopo. Jetzt darf der Kleine auch pinkeln. Davor muss der jetzt guck mal, die diesen Windelpopo, weil sie nicht pinkeln dran hat. Guck mal, Finn. Das Dingel. Ja, jetzt machen die Reborn-Babys auch schon bekannt. Oh, ist voll süß, ne? Mhm. Und also mit Neymar zusammen. Schnuppi Baby. Die coole Pups mit der Krawatte. So, und jetzt sagen wir alle Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.